Mein Name ist Klaus Bruschke und ich spiele Posaune. Die Posaune besteht aus vier Teilen. Wir haben hier ein Schallstück, dann haben wir einen Innenzug und einen Außenzug. Die Röhren von diesem Innenzug sind ungefähr 67 cm lang und darüber schiebt man jetzt den Außenzug. Und der Instrumentenbauer muss sehr genau arbeiten, dass eben dieser Zug sehr, sehr leicht zu bewegen ist. Hier unten haben wir noch eine Wasserklappe, die ist auch sehr wichtig, weil sich nämlich in den Röhren Kondenswasser bildet und dann kann man das ganz leicht rauslassen. Bei den Posaunen früher gab es diese Klappe nicht und dann musste man immer alles auseinanderbauen, um das Wasser wieder rauszulassen. Und jetzt stecke ich das Schallstück auf die Posaune drauf und das Ganze wird festgeschraubt, damit es sich nicht löst beim Spielen. Damit der Zug nicht unbeabsichtigt rausfällt, haben wir hier noch ein kleines Schloss. Damit wird das Ganze fixiert und der Zug kann nicht rausfallen. Wie bei allen Blechblasinstrumenten erzeugt man die Töne mit Luft, mit Lippenspannung und um das Ganze auf die Posaune zu übertragen, brauche ich noch ein Mundstück. Ich habe extra die B-Dur-Tonleiter abwärts gespielt, weil man dann am besten verfolgen konnte, was für eine Funktion der Zug hat. Denn dieser Zug ist unterteilt in sieben Positionen. Die erste Position ist, wenn er ganz eingefahren ist. Dann haben wir die zweite Position, die dritte Position, die vierte Position, die fünfte Position, die sechste Position und die siebte Position. Jede Veränderung zur nächsten Position ergibt einen Halbton. Und ich brauche allerdings immer einen Ton, von dem aus ich diese sechs Halbtöne abwärts spielen kann. Das wiederum mache ich mit meinen Lippen, indem ich die verschiedenen Tonhöhen dann erst ansteuere und dann eben halt von da aus den Ton abwärts spielen kann. Die große Schwierigkeit bei der Posaune ist halt, dass man jedes Mal genau die richtige Position auf der Posaune trifft, um genau den richtigen Ton, den man spielen möchte, auch dann zu finden. Meine Posaune hat noch eine Besonderheit. Normalerweise braucht eine Posaune kein Ventil, wie zum Beispiel die Trompete oder das Horn. Aber wenn ich ein Ventil an meiner Posaune habe, und das ist genau dieses hier, dieses Teil, dann habe ich den ganz großen Vorteil, dass ich Töne, für die ich normalerweise den Zug ganz weit ausziehen muss, dann auf der ersten Zugposition spielen kann. Und das erleichtert die Arbeit beim Spielen sehr.